So, wir fangen an. Herzlich willkommen, Toda, Delta Force und Paunberger. Schön, dass ihr da seid. Ich mache mal jetzt direkt ein privates Spiel auf. Privates Spiel erstellen. Wir machen Blechfußball mit Bots, oder? Nee, wir machen ohne Bots. Blechfußball ohne Bots. Brownie. Und wir schauen mal, wie voll es wird. Wenn es nicht voll genug wird, werden wir einfach eine Gruppe aufmachen und gegen zufällig andere Leute spielen. Das geht aber nur mit Switch. So machen wir das. Und herzlich willkommen, Dark Roy und Triffid Wood. Muss kurz weg, Mittagessen, ciao, bis gleich. Bis gleich, Noel, und lass es dir schmecken. Mahlzeit. Und Jonas ist auch dabei. So, wir sind zu viert. Bedeutet 2 gegen 2. Ich kann nicht mitspielen. Ist ein Update rausgekommen und das kannst du nicht runterladen, weil du keinen Speicher hast. Oh, okay. Das ist natürlich ärgerlich. So. Ich weiß gar nicht, wie groß das Update war. Wow. Jonas. Sorry, mein Fehler, Jonas. Und hi Claudia. So, jetzt aufpassen, dass wir hier nicht Fehler machen. Und Toda, du kommst doch gar nicht spät. Hä? Was meinst du mit zu spät kommen? Und Jonas, Gratulation zum Tor. Und hi, Driffit. 2 gegen 2. Wir haben gerade erst angefangen, den Stream, Leute. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Und Star Wars war super, der Film. Ich fand ihn richtig gut. Star Wars halt, ne? Moin, Tade Thompson. Herzlich willkommen.
Und ich fand den Star Wars Kinofilm ganz gut. Aber das ist halt wahrscheinlich wieder mal Geschmackssache. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und dass es so weitergeht. Vielen Dank, Toda. Oh, da hat das. Der Erwin das 1:1 gemacht. Aber nicht schlecht. Was hältst du von Rocket League? Ich finde es ganz geil, sonst würde ich es nicht spielen. Ich gucke vielleicht heute, aber nicht spoilern. Nee, gespoilert wird nicht. Selbstverständlich. So. Oh, es ist ein 4 gegen 2. Also zwei Leute sollten noch joinen. Wäre ganz gut. Keiner möchte in mein Team rein. Und Paul Berger, alle bitte ein Like da lassen. Vielen Dank, Paul Berger. Was hältst du von Star Wars? Ich finde Star Wars ganz gut. Kann ich nichts Negatives sagen. Oh Mann, was mache ich hier? Oh, Jonas, sorry. Und. Ach so, Omis und Toda sind in meinem Team. So rum. Jetzt habe ich das verwechselt. Abends möchte ich auch mal wieder spielen. Und hi, Freezy. Also, ein Platz ist noch frei und drei können noch joinen. Oh mein Gott. Kennst du Paluten? Ja, klar kenne ich Paluten. Jeder kennt Paluten, oder? Ich habe ihn letztens privat gesehen. Ich müsste sogar ein Autogramm... Ah, nee, habe ich nicht, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Danke, Paul Berger. So, wie gesagt, zwei können noch joinen, allerdings nur als Zuschauer. Nächste Runde müssen dann halt irgendwie andere zuschauen. Und Freeway, hi. Und du brauchst dich für nichts bedanken, ich habe ja gar nichts getan. Schade, dass der Stream abgestürzt ist, wo ich reinkam. So konnte ich nichts mitbekommen, ob er irgendwas gesagt hat. Und Glückwunsch zu den 600 Abos. Vielen Dank, Claudi. Claudia. Oder Max. Ich glaube, Max hieß du, ne? Oh Gott, da war das 3-1. Delta Force, bist du... abends gelöscht hast und so weiter, wir sind voll. Also eventuell bereust du es dann, dass du abends gelöscht hast. Und hi, Branko. Glückwunsch für 600. Danke, Jakob. Danke. Ich hoffe, das bleibt bei den 600. Weil die 600 habe ich gestern schon erreicht und auf einmal am Ende des Streams hatte ich nur 599. Habe ich dann ein Abo verloren. Go, Brownie. Ja. Eine Minute haben wir noch. Oh, Drifted hat mich gesprengt. Bin auch am Rocket League Stream. Ich schreibe hier nichts, aber komme in dein Turnier und Stream dabei. Kannst du gerne machen, Branko. Allerdings ist, ja, ein Platz ist noch frei. Aber dann ist wirklich voll. Wird ein 1K-Special kommen? Ja, klar. 1K mache ich auf jeden Fall ein Special. Freeway, Bro. Aber sowas von. Ich weiß nur noch nicht, was für ein Special ich mache. Und hi Jesse, 90 Minuten Wartezeit. Was? Ja, die Speicherdaten, die löscht du natürlich nicht. Das wäre ja richtig doof. Wie geht es euch? Ganz gut. Also ich fühle mich zwar krank, aber irgendwie auch nicht. Klingt komisch. So, da war das. 2:4. Okay, wir müssten noch zwei Abos machen. Zwei Tore machen. Ich bin der 601. Abonnent.
Was? Echt, Claudi? Du hast mich vorher noch nie abonniert. Ah, dann, ja genau, dann chatte mal mit denen, Jesse. Ansonsten, ich dachte, über Internet kannst du das über Mausklick einfach an- und ausmachen. Also so kenne ich das. Nur dass bei mir mein Telekom-Account hat irgendwie richtig hässliche Anmeldedaten. Schade, das wird nichts mehr, Leute. Aber ihr wart auch nicht von Anfang an dabei. GG. Wir werden jetzt einfach nochmal es nochmal versuchen. Morty. Ich habe die Morty-Antenne bekommen. Interessant. Bin besser geworden, dank Toda. Okay. Ich bin gespannt. Du hast ein Tor geschossen. Stimmt, du bist besser geworden. Du kommst dich in den Kundenservice. Daten vergessen. Oh, Jesse. Hä? Ah, okay. Brownie, Pommes, Spielabsturz und Dark Void gegen den Rest der Welt. Schau dir meinen Skill an. Ja, werde ich, mache ich. Mal gucken. Toda. Brownie, eine Frage. Und zwar, mit was machst du deine Thumbnails? Mit Paint.net. Also nichts Professionelles. Und ich. Ja, investiere da auch nicht so viel Zeit hinein. Das sieht man ja auch. Genau, Paint.net. Für das, was ich da mache, reicht es. Professionell sieht natürlich anders aus. Und Tor! Branko hat das Spiel beigetreten. Und Branko und Freezy sind jetzt Zuschauer. Doch, ich hab dich schon mal abonniert. Okay. Habe ich übrigens ganz oft den Fall, dass ich immer wieder eine Nachricht bekomme, dass ich von Leuten abonniert wurde, bei die mich aber schon abonniert haben. Auch bei dir, Freeway Bros. Du hast mich gestern auch wieder neu abonniert. Du wolltest wahrscheinlich den 600. Abo haben, ne? Oder was? Na? Ah, Driffit war im Weg und hat blockiert. Sonst wäre das jetzt definitiv ein Tor geworden. So, erstmal Dark Roy aus dem Weg geräumt. Bam. Okay. Spielabsturz hat alles unter Kontrolle. Dark Roy auch. Bist du mit deiner Anzahl an Zuschauern zufrieden? Ja. Klar. Boom. Ja, 10 Mal oder so. Freeway Bros, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Du Schlingel. Brownie, können wir mal rumble? Ich bin nicht so der Fan von Rumble. Einfach weil man da kein Skill braucht, sondern einfach nur Itemglück. Warum hat die Nintendo Switch so wenig Speicher? Das ist voll behindert. Ich finde eigentlich nicht, dass die Nintendo so wenig Speicher hat. Es kommt natürlich darauf an, was für Spiele du kaufst. Wenn du natürlich behinderte Spiele kaufst, dann ist der Speicher auch behindert wenig. Du musst es ja nicht unterstützen, was manch ein Publisher da abzieht. Wie bei Doom, wo du da nochmal 10 GB runterladen musst oder 8 oder so, musst du ja nicht unterstützen, indem du es einfach nicht kaufst. Ne? Ist auch eine Ansage. Warum machst du YouTube? Claudia, du fragst mich jeden Stream die gleichen Fragen. Und ich hab dir das schon 10 Mal gesagt. Warum? Hast du es vergessen?
Ich sehe es an meinen Mates, dass die nicht die Besten sind. Wow! Nee, Jesse, die Frage hat sich schon 5-mal gestellt oder so. In dein Parchment und dann gestern nochmal in Xenoblade. Okay, viel Spaß beim Mathe lernen, Freeway Bro. Wow. Na? Komm. Yes! Spielabsturz. Good job. Und ich habe schon 2 Tore geschossen. Das ist ja krass. Und Toda, was los? Ich denke, du bist besser geworden. Ich denke, du bist besser geworden. Sehe ich gerade nicht. So. Spaß und Mathe nie in einem Wort verwenden, in einem Satz verwenden. Doch, Freeway Bros. Tatsächlich war Mathe das Fach, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Schule. Und mir den Arsch gerettet hat. Alle anderen Fächer habe ich gehasst damals. Bin nur wegen Mathe zur Schule gegangen. Oder Mathe hat mir geholfen. Also den Spaß, den ich da hatte. Das hat mir geholfen, die anderen Fächer irgendwie zu überstehen, ohne dass ich am Ende die Klapse komme. Hätte ich besser Mathe, die nicht aufs eigene Tor... Mates, die nicht aufs eigene Tor schießen. Deine Mates haben nicht aufs eigene Tor geschossen, Toda. Ich habe die Tore geschossen. So, ich habe es schon wieder vergessen. Claudia, stimmt, du warst ja auf 44, ne? Aber trotzdem solltest du das nicht so schnell vergessen. Ich mag auch Mathe, sagt Dark Roy. Oh, boom! Fast wäre der nicht reingegangen. Basketball mit Würfeln wäre witzig. Na, Ommes. Ommes. Was macht Orange da eigentlich? Doch, Brownie, du hast sie geschossen. Die Mates von mir haben sie vorgelegt. Kannst du die Stream-Wiederholungen schauen? Okay. Oh, Dark Roy, sorry. Nice. Oh, Jonas. Boom. Ah, Mist. Aber Spielabschluss hat noch ein Tor reingeballert. Und damit ist die Runde vorbei. Hi, Pascal. Der war geklaut, Toda. Toda hat die Tore geklaut. So, dann geht's jetzt zur nächsten Runde. Hot Wheels. Antenne. Einmal auf Bereit klicken und dann geht's weiter. Wie machst du deinen Bot da, den Brownie-Bot? Das ist so ein Computerprogramm, womit ich das mache. Kann ich dir gerne schicken. Oh! Danke dir. Und hi Switch Gaming und Erik. Die Cam ist asynchron, Switch Gaming.
Beziehungsweise nicht asynchron, die Cam ist 3 Sekunden verzögert oder 2. Die ist halt auch nicht direkt mit dem Computer verbunden, sondern über WLAN. Hat den Vorteil, dass ich die Cam auch irgendwo hinstellen kann. Im WLAN-Bereich, aber die kann halt irgendwo stehen. Die kann halt auch irgendwie, weiß ich nicht, draußen stehen, am Fenster. Oder bei meinen Nachbarn. Ich bin ein Geist. Genau. Nein! Ich habe ja mega verkackt. Aber Spielabsturz? Nice. Erik, du hast nichts verpasst? Die wollen nicht, dass ich die Nummer kündige. Bin in der Warteschlange. Und Freezy, vielen Dank, dass du Platz gemacht hast. Ehrenmann. Und Yoshi, hi. Ich will heute übrigens noch ein anderes Spiel streamen. Ich bin mir noch nicht sicher, was es wird. Entweder Mario, Dragon Ball Xenoverse, Resident Evil oder Xenoblade Chronicles 2. Ich kann mich nicht entscheiden. Hab Dragon Ball gelöscht, lade gerade das Update runter. Also vielleicht spiele ich Dragon Ball nachher. Mit euch zusammen. Dann Delta Force müsstest du Dragon Ball wieder runterladen. Ich wollte nämlich die Elite-Mission mit euch machen. Und Elite-Missionen gehen, glaube ich, zu 6 oder zu 8. Das heißt, 7 Leute von euch, oder 5, können mitmachen, wenn ich Dragon Ball streame. Die Elite-Mission gegen Computer. Okay, dann machen wir Dragon Ball. Dann spielen wir nachher Dragon Ball Elite-Mission. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch joint und mitspielt. Weil geht halt immerhin zu 8. Genau, Delta Force. Musst du dir nochmal runterladen. Warum machst du es denn auch? Du hast gesagt, du löscht FIFA und ARMS. Tor! Und hi, Switchgo! Herzlich willkommen! Ananas? Ananas, Melone. Melone? Oh, ich liebe Melonen. Gerade im Sommer, wenn sie aus dem Kühlschrank kommen, schön kalt sind. Das ist irgendwie, oh, total erfrischend. Irgendwie erfrischender als eine kalte Cola. Oder ganz normales Wasser. Hab trotzdem zu wenig Speicherplatz. Jo, läuft. Was ist denn da los, Delta Force? Hol dir eine größere Speicherkarte. Ich mag auch Melonen. Alter, du hast ja alles gelöscht, Delta Force. Oh, Toda. Gutes Tor. Und es steht schon 4:0. Wir haben eingestellt, dass nach 5 Toren Schluss ist. Einfach aus dem Grund, wenn wir mal tatsächlich irgendwie richtig starke Teams haben, dass wir da nicht irgendwie die 5 Minuten durchspielen müssen. Weil es macht ja keinen Sinn, 5 Minuten zu spielen, wenn es bereits irgendwie 5:0 steht. Wann kommt Minecraft? Dark Roy? Minecraft kommt spätestens dann wieder, wenn es das Together-Update gibt. Weil mit dem Together-Update können wir dann zu 16 spielen. Und momentan geht es ja nur zu 8 und die Plätze sind einfach viel zu schnell voll. Und viele Zuschauer sind dann immer traurig, dass sie nicht joinen können. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, vielleicht warten wir einfach bis zum Together-Update. Da können immerhin 16 mitspielen. Und ja, dann ist der Frust vielleicht nicht ganz so groß. Kannst du mal Super Mario Odyssey spielen? Ja, Claudia. Kann ich machen. Ich bin immer noch traurig, deswegen schreibe ich nicht viel, Brownie. Ja, du spielst ja auch, du Spinner. Also, wenn du spielst.
Und GG, du kannst Zuschauer besuchen. Kannst du Zuschauer besuchen? Ja? Huch. Das haben wir Oh, einer ist rausgegangen. Das haben wir tatsächlich uns schon überlegt, ob wir im Minecraft Zuschauer-Server besuchen. Problem ist, uns werden dann ganz viele andere Zuschauer nachjoinen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass die dann Chaos auf dem Server verursachen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht Zuschauer joinen. Und am Ende wird die ganze Welt von denen zerstört. Und Black Hole, hi. Und yeah, die Nummer ist gelöscht. Chaka. Jesse, bin stolz auf dich. Ich war Zuschauer. Ja, jetzt spielst du aber wieder mit. Und mit dir und Toda zusammen wird Team Blau auf jeden Fall gewinnen. Man kann Freundesfreunde... Ja. Dark Roy, genau. Aber dann kann ich halt nicht zufällig joinen. Ich würde es halt so machen, dass ich einfach zufällig irgendeinen Server meiner Freunde joine. Wenn die Person das gerade zufällig nicht weiß, dann entsteht Chaos, verstehst du? Jetzt kann ich es natürlich auch irgendwie kompliziert machen und eine Liste machen, wo sich jeder anmelden soll, wo ich joinen soll. Und dann kann ich aber von dort nur drei joinen oder so. Und dann ist es halt auch wieder so, dass ja viele dann enttäuscht sind, wenn ich nicht joine. Aber muss man mal schauen. Müssen wir mal gucken. Ey, das ist das falsche Tor. Sasuke. Du musst ins orange Tor. Endlich Ruhe. Ja, Jesse. Vor allen Dingen 5 Euro im Monat mehr. Wow! Gutes Tor. Guter Schuss. Ich hätte eine Idee, wie wir das hinkriegen könnten. Ihr habt doch mal die Idee gehabt, Minecraft andere Server anzugucken und irgendwas zu bauen. Ja, müssen wir mal gucken. Also der Sanko ist ja jetzt eh irgendwie die ganze Zeit nicht da und antwortet nicht. Also mal gucken. Falsches Tor, Leute. Ich dachte eigentlich, Team Blau wird gewinnen. Was ist los? Blau? Alter, Toda und Erwin, was ist los mit euch? Huch! Toda und Erwin, ihr müsst euch besser konzentrieren. Yo, das war's. Nice. Good job. Wow, ich bin noch Platz 1. Was ist denn da los? Guter Schuss. Erwin, nicht spammen. Buchstaben, die es nicht gibt. Also, keine Wörter. Magst du mich, Brownie? Claudia, ich kenne dich ja im Grunde gar nicht. Also, kann ich das nicht beurteilen. Aber, ja, bisher bist du ganz nett. Außer, dass du immer die gleichen Fragen stellst, weil du dich nicht mehr dran erinnern kannst. So, ein Tor müssen wir noch schießen. Wenn wir das hinkriegen, Leute. Wäre gut. Und jetzt. Brownie mag alle seine Zuschauer. Ja, das stimmt. Oh, ich beams. Was? Wer ist denn? Ich beams nix.
X-Bims Nix ist mein Bester. Ah, okay, verstehe. Der hat auch gerade mein Tor blockiert. Oder gehalten. Mein Torschuss. Und jetzt wird's echt knapp. Wir stehen unter Zugzwang. Weißt du, wie GLP aussieht? Was ist denn GLP? Was ist GLP? Wow! Sorry. Ob wir das noch schaffen? Ich wollte den Ball eigentlich jetzt rauskicken, aber ich hab's nicht mehr hingekriegt. Der wäre also so oder so rein. Come on. Na? Hallöchen. Ah. Nee. Ich weiß nicht, wie German Let's Play aussieht. Der YouTuber. Ich kenne ihn nicht mal. Ich kenne ihn leider nicht mal. Und Pizza Skills ist nur noch im Brownie. Vielen lieben Dank für dein Abo und herzlich willkommen. Claudia, kann ich hier... Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Ich glaube, das war's. Ich war zu schlecht. Sorry, Leute. Ich dachte wirklich, Team Blau gewinnt. Aber... Nein. Ist nicht so. Ist nicht so. Mann. Na, das war's. GG, Leute. Ganz ehrlich, ich habe jetzt Zelda gelöscht und kann wieder alles runterladen. Kann später mitspielen, Dragon Ball. Alles klar. Du hast die 600 geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Jesse. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Abos ich hatte, als ich dich kennengelernt habe. 400, oder? Ihr werdet zerstört, sagt Claudi. Ja, wir wurden zerstört. Aber sowas von 4-1. Dark Roy ist geliefert, sprich, ein Platz ist wieder frei geworden. Und, oh, Stefan ist gejoint. Das Gegnerteam hatte zum Beispiel 2 Veteranen und 2 Profis und wir 3 Semi-Profis und ein Profi. Etwas über 300. Was? Über 300? Ach ja, stimmt ja. Stimmt ja, du warst ja einen Monat stiller Zuschauer. Also hast du mich tatsächlich über 300 und nicht über 400 kennengelernt. Und Darkboy kennt mich seit 100. Ich war dein 37. Abonnent. Jawohl. So, wir müssen nochmal neu aufmachen. Irgendwie ist der Server abgestürzt. Kommt vor. Ich weiß nicht warum. Und hi Ron. 4321 Stern. Zelda hat bei mir 13 GB gekostet. What? Hast du dir nicht die hast du dir nicht die Cartridge-Version gekauft, sondern die digitale für 70 Euro oder 60? Alter Schwede. So, Server ist offen. Ich hoffe, das klappt. Oder bin nur ich rausgeflogen? Na, ah, okay, da kommen sie. Da kommen die guten Leute. E-Beams, Nix und Spielabsturz. Oh mein Gott. Toda ist auch dabei. Okay. Hab Zelda gratis bekommen. Wieso hast du Zelda gratis bekommen? Wie kann man denn Zelda gratis bekommen? Oh, es leckt aber gerade richtig. Was ist denn hier los? Was ist hier los, Alter?
Ich höre dich doppelt, weil ich auf mein Handy gucke. Wieso leckt das gerade so? Also die Pings sehen eigentlich ganz gut aus. Und Jesse, ich glaube, das Problem hattest du doch auch. Ich glaube, das liegt nicht an deinem Internet, sondern das ist einfach nur gerade ziemlich buggy. Also wie du siehst, leckt es gerade bei mir genauso. Und Erik, wenn du mich doppelt hörst, du kannst einfach eine Tonspur deaktivieren. Also auf dem Handy oder auf dem PC oder wo du halt mich auch hörst. Warum sind die Teams unfair? Toda? Weil ich bin nicht gut. Wegen FSW. Weil die zusammenspielen. Und hi Hannah! Oh, sorry. ...176 ist aber kein schlimmer Ping. Jesse. 176 geht noch sowas von klar. Ich weiß noch damals, Counter-Strike 1.6 Zeiten, da war es normal, einen Ping zu haben zwischen 100 und 300. Das war was vollkommen Normales. Als es noch ISDN und Modem gab, 56K Modem. Das war beste Internetleitung. Und jetzt heult man rum, wenn man bereits über 100 hat. Wann kommt heute Dragon Ball? Kann ich dir nicht sagen, wann. Irgendwann hier nach. Das Passwort ist Brownie, genauso wie der Servername Brownie. Beides Brownie. Ja, stimmt, es sind sogar noch zwei Plätze frei gerade. Boom. Pizza Skills, hi. Und nochmal vielen lieben Dank für dein Abo. Alles klein. Und die Teams sind alles andere als unfair, Toda. Es steht 2-1. Also, da hatte ich schon Matches, die gingen 5-0 aus. Das war unfair. So, Toda, da habe ich dich gesprengt. Du wirst dich jetzt bestimmt ärgern. Aber habe ich gern gemacht. Oh, und Kenny und Delta kommen nicht rein. Das ist aber merkwürdig. Es sind auf jeden Fall... Wir spielen gerade 3 gegen 4. Also es sind noch Plätze frei. Ihr müsstet reinkommen können. Vielleicht ist der Server auch schon wieder offline. Das werden wir gleich sehen nach dem Spiel. Und der Toda hatte einen Rage-Quit. Okay. Du hast deine Teammates im Stich gelassen. Der Server spielt eine andere Playlist. Was ist das denn? Was heißt das? Sagt mir ja gar nichts. Was für eine Playlist sollen wir denn spielen? Bin mal weg, muss für Rocket League das Update runterladen und nochmal Nine Parchment runterladen, weil mein Bruder war heute bei mir und hat die Software gelöscht. Oh, Hanna, aber viel Spaß. Viel Spaß. Lad dir beides runter und dann kannst du ja nächstes Mal wieder mitspielen. Die Mates haben dich im Stich gelassen, aber du bist doch abgehauen, nicht die Mates. So.
Und keiner weiß, was das heißt, die Playlist. Müssen wir gleich mal gucken, was passiert. 5-0. Das Match ist vorbei, Leute. Es kann sein, dass ich jetzt nochmal neu aufmachen muss. Eventuell müssen wir jetzt eine neue Lobby aufmachen. Müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Sieht alles ganz gut aus. Nö. Funktioniert alles. Ihr könnt joinen. Also ihr müsstet joinen können. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum ihr nicht joinen könnt. Und jetzt... Jetzt wird der Erwin gewinnen und dann ist das Spiel wieder super. Warum kann man denn nicht joinen? Ich check's nicht. Ich kann jetzt halt auch nicht gehen und eine neue Lobby aufmachen, die müsste ich dann anders nennen. Und Jesse hat recht, Leute, beruhigt euch. Beruhigt euch. Ja, come on. Ne? Würde ich gerne. Oh, ich bin orange. Ich sollte aufhören, mein eigenes Team wegzukicken. Und moinsen, Robin. Moinsen, moinsen, moinsen. Nein. Das war so schlecht von mir. Das war eine so gute Chance. Guck mal, so krass sind die gar nicht. Okay. Alles. Ich nehme alles zurück. Dann einfach überlesen und ignorieren. Server spielt eine andere Playlist. Ich verstehe es nicht. Was meinen die damit? Nein! Jetzt bin ich irgendeine Party gejoint. Toll. Mach das Beste draus. Habe im echten Leben gerade Probleme. Toda, was hast du denn für Probleme? Jesse würde ich auch gerne, aber in jeder Runde hat Toda gemeckert, dass die Teams unfair sind. Aber was nicht stimmt, weil ich seinem Team auch war. Ja, und da müssten ja die Teams jetzt auch unfair sein. Das geht schon. 1-0. Und wenn ich dieses eine Tor nicht verkackt hätte. Toda, haben wir alle. Wir alle haben Probleme. Ja, okay. Jeder hat Probleme. Das ist normal. Kennst du Naruto? Ja, ich kenne Naruto. Aber ich kenne nicht Buruto. Buruto kenne ich nicht. Ah, okay, Toda, alles gut. Alles gut. Und gute Besserung. Ah.
Naruto ist besser als Boruto. Nein! Erwin! Hi Brownie, wie geht's dir so? Ich war bis gerade noch am Streamen. Oh, du warst am Streamen? Nice. Es wird heute übrigens noch ein Dragon Ball Stream kommen, Christian. Ich will mal ein bisschen wieder Elite-Mission mit euch daddeln. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ohne euch schaffe ich die Elite-Mission nicht. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Und ich kann endlich über Level 80 leveln. Mein Gott. Bei mir kommt Xenoblade. Oh, Jesse. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du das Spiel so gut findest. Nachdem Zelda bei dir ja leider nicht so gut ankam. Aber eventuell durch Xenoblade wird jetzt Zelda auch wieder für dich attraktiver. Wow! Weißt du, wie man sich verwandelt in Dragon Ball? Ja! Wenn du genug KI hast, kannst du dich verwandeln. Ey, ich krieg einfach kein Tor rein. Ich habe übrigens immer noch kein Potenzial, Christian. Ich schaff's einfach nicht, Z zu bekommen bei den Missionen. Bin ich zu dumm für, obwohl ich die Gegner unter 2 Minuten kille. Kann passieren, darf es mir nur nicht kaufen. Ja, Jesse, das wäre richtig dumm, wenn du dir das Spiel jetzt wieder kaufst. Ich mache jetzt mal eine neue Lobby auf. Jesse, das wäre richtig dumm, wenn du dieses Spiel jetzt kaufst, weil du hast es dir schon mal gekauft und du hast es wieder verkauft. Und wenn du es jetzt wieder kaufst, ist die Gefahr halt groß, dass du dann doch wieder nicht glücklich wirst und das Spiel dann wieder verkaufst. Ach Mann, jetzt bin ich in irgendeiner Gruppe hier gelandet. Wartet mal. Spieler stellen. Brownie. Gucken, ob ich das machen kann. Okay, ich habe jetzt eine neue Lobby aufgemacht. Brownie. Wie lange geht der Stream noch? Hab Bock auf Dragon Ball. Bisschen machen wir noch. Delta Force und Freezy sind drin. Spielabsturz ist drin. Ich nehme gerade Card. Ich nehme deine Card. Können wir uns drum schlagen? Ja, Jesse, gerne. Kennst du SpongeBob Schwammkopf, ja? Delta Force ist SpongeBob Schwammkopf. Ich habe den Kinofilm gesehen. Ich fand den kacke. Ist nicht so meins. Ist kein Inhalt. Hab Bock auf Mario Odyssey. Oh, Ada. Ich bin mit Zelda ja eh schon durch. Ich muss nur noch ein paar Schreine machen. Und den zweiten DLC. Den werde ich jetzt irgendwann nochmal streamen. Und dann ist Projekt Zelda sowieso erstmal beendet. Dann kannst du das so lange spielen, wie du willst. Vielleicht magst du das Spiel gar nicht. Also du hast es ja nicht gemocht, vielleicht magst du es dann immer noch nicht. Den 2D-SpongeBob kenne ich. Es gibt einen 3D-SpongeBob, okay. Achso, es war ein 3D-Film. Also der war auf 3D. Aber alle SpongeBob-Filme sind in 3D. Also Filme, also die meisten Kinofilme in 3D. Hoch. Ein Mega von
Stream von Zelda, das 6 Stunden geht. Hallo Leute, bin neu hier. Hi Sandra. Herzlich willkommen. Wir spielen gerade Rocket League. Alle, die eine Switch haben oder eine Xbox oder ein PC, können mitspielen. Ja, es kam David Hasselhoff drin vor in dem SpongeBob-Film Switch Gaming. Kommt der nicht immer vor? Wow. Weihnachtsspecial Zelda. Sagt Jessie, die Zelda gar nicht mochte. Was ist los, Jessie? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Hat Xenoblade dich so verändert? Alter, irgendwie ist die Kamera gerade kaputt. Nein, habe ich jetzt ein Eigentor geschossen? Niemals. Never, ever. Es ist okay. So, weiter geht's. Better Force. Enderrap, hi. Will mal Essen holen. Okay, Jessie. Was gibt's denn Schönes bei dir? 3-0. Ich will Mario Cereals hier in Deutschland. Ah da, ich glaube, die schmecken gar nicht. Und hi, Pikmin Luigi. Herzlich willkommen. Wir werden gerade richtig auseinandergenommen. Von Team Blau. Nee, ich mache keine Hero Colosseum-Kämpfe, Christian. Ist nicht so meins. Und ich habe immer noch über 40 Missionen. Über 40 PQ-Missionen. Die ich noch machen muss. Also von daher, ich habe noch sehr viel zu tun. Wie kann man mitspielen? Sandra, du gehst auf Privatkampf und gibst dort Brownie und als Passwort ebenfalls Brownie ein. Und schon kannst du mitmachen. Außer wir sind voll. Also zwei Plätze sind gerade noch frei. Ansonsten wird man nicht joinen können. Kann man mit dir zocken? Ja, Pikmin, habe ich gerade erklärt. Einfach Brownie eingeben, Passwort Brownie. Ja, aber okay. Ah da, wenn die genauso schmecken wie diese bunten. Also wenn die Cornflakes genauso schmecken wie die anderen Cornflakes, die es bereits gibt, dann hol dir doch einfach die anderen. Ja, okay, es sind keine Mario-Figuren, aber die schmecken genauso. Ne? Und sind wahrscheinlich günstiger. Endlich mal jemand, der Rocket League auf der Switch zockt. Ja, ich spiele sogar mit dem Pro-Controller. Jetzt gerade haben wir richtig verloren. 5-0. Und du kannst gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, da auf meine Playlist. Da siehst du auch, was ich sonst so spiele in letzter Zeit. Oder eigentlich spiele ich nur Switch-Spiele. Gestern habe ich Resident Evil gespielt auf der Switch. Auch ein super Spiel. Oh, neues Level. Wir sind Level 18 geworden. Und Sword ist jetzt rausgegangen, sprich es ist wieder ein Platz frei geworden, Leute. Den Ton von meiner Switch leiser machen. Der ist eigentlich nicht so laut. Ja, es müsste ein paar Sekunden verzögert sein. 3 oder 6. Okay, Switch Go. Ciao. Und kein Problem, dass du wenig geschrieben hast. Das ist alles in Ordnung. Profilklauer. Stats. Name und Passwort. Brownie und Brownie. Beides Brownie. Und wow, Fabian hat einen Ping von 1000. Das ist schlecht, würde ich sagen. Jessie, nicht 100, sondern das hier, was Fabi macht. Der spielt trotzdem mit.
Jetzt werde ich gerade irgendwie übelst müde, ich weiß nicht warum. Komm, wir müssen jetzt auch noch ein Tor schießen. Okay, Freezy schaut jetzt nur noch zu. Und Nixus Stats ist jetzt auch drinne im Spiel. Muss jetzt aber zugucken. Und Rayquaza ist auch drin. Also ihr habt es geschafft. Willkommen. So, und wir haben drei Leute haben wir, die vom Crossplaying kommen. Und zwar Driftwood, Spielabsturz und E-Beams Nix. Die kommen beide, alle drei von Xbox oder PC und spielen mit uns. So. Einmal reinschießen, Leute. Da war keiner in der Nähe. Gerne, Chris. Tian. Ah! Was mache ich hier? Puto! Son Monty, hi! Bin wieder da. Willkommen zurück, Jessilein. Man kann keine Leute kicken. Das funktioniert nicht. Glaube ich. Ey. Sauerstoffmangel. Ich muss mal gleich Fenster aufmachen. Oh, was? Jesse isst Kuchen. Jesse, was für ein Kuchen isst du? Wie heißt sie auf der Switch? Dann ende ich euch. Sandra. Unten in der Videobeschreibung ist mein Freundescode zu sehen. Da ist auch ein Link zum Discord-Server. Kannst du auch gerne joinen. Und dort findest du alle Freundescode von unserer Community und kannst auch deinen eigenen Freundescode eintragen, wenn du Interesse hast. Da kannst du fleißig alle adden. Lebkuchen. Jesse. Ich habe vor 2 Jahren mal Lebkuchen selber gemacht. Der hat sogar geschmeckt. Wow, 4-0. Wir werden wieder auseinandergenommen. Hi, Meli-chan. Wie geht's dir, Meli? Alles gut? Wir werden vermutlich bald ausmachen und dann überspringen zu Dragon Ball. Mal gucken. Miau, miau, gar nicht unfair. Ja, okay, 4-0, 5-0. Ja. Einfach besser werden, Leute. Einfach besser werden. Boom. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Boom, tschakalaka. Erstmal muss ich eine Pause einlegen. Echt, jetzt wo ich 22 Zuschauer habe? Ja, komm, wir machen noch eine Runde Rumble. Wie kann man seinen Freundescode da reintun? Kenny, einfach reinschreiben. Einfach reinschreiben. Das ist ein Kanal, der heißt Freundescode. Und da tust du dein Freundescode einfach reinschreiben. Oh, eine Freundschaftsanfrage erhalten. Wir warten jetzt noch. Genau, bis alle annehmen. Und
Genau, jetzt geht's weiter. Wer hat was gesagt? Vani? So. Jawohl. Nixus Stadt 1-0. Und jetzt machen wir Spielabsturz und ich nehme Nix fertig, ne? Aber sowas von, Leute. Okay, bye, Freezy. Lass die Cam an beim Spielen. Nee. So, Fabian Bot erstmal gesprengt. So, in die Richtung, das ist schon mal richtig. Meli, ich werde gleich Rocket League ausmachen. Also nicht böse sein, falls du jetzt vorhattest zu joinen. Okay, 1-1. 1-1, meine Freunde. Das war der Neid. Unangebracht, Erwin. Ja, Erwin, das hat dir nicht weh zu tun, wenn Meli mit Omis flirtet. Die beiden sind zusammen. Genauso wie es dir nicht weh zu tun hat, wenn ich mit Jesse Zeit verbringe. Wir sind auch zusammen. Es geht halt nicht. Erwin. Bäm, Glanzparade. Na, come on. Oh Mann. 2-1. Es gibt eine Superserie, die dir erlaubt, mehr Erfahrung zu bekommen. Ey, cool, Christian. Aber Erfahrung ist ja erstmal nicht so wichtig, glaube ich. Wenn du alle PQs machst, dann bist du eh irgendwann Level 90 oder was das höchste ist. Ich kann jetzt auf jeden Fall endlich bis Level 85 leveln. Ach, das ging ja vorher nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft, die Questreihe zu machen, dass ich bis Level 85 leveln kann. Und danach gehen die Probleme wieder von vorne los. Um auf Level 90 kommen zu dürfen. Jonas lernt schnell, das stimmt. Und Hi 4, alles klar.
Ey, was mache ich da? Come on jetzt. Leute, eine gute Vorlage. Und ich bin glücklich. Ey, ach nö. Wo ist mein Item hin? Hi, Melissa. Erwin ist wieder salzig, sagte Pier. Ein Tor müssen wir noch machen, Leute. Kriegen wir doch hin, oder? Ja, komm. Yes. 2-2. Der war gut. Guter Schuss, auch wenn es kein Schuss war. Okay, jetzt machen wir sie fertig. Glückwunsch, über 20 Zuschauer, danke dir. Och nö. Schade. Schade. Lass die Leute einfach in Ruhe. Jeder Mensch darf machen, was er will und muss es nicht jeden verraten, Erwin. Es geht nicht, Erwin. Es geht nicht, dass du jeden fragst, was sie machen. Und hör auf, immer so gierig nach Mädchen zu sein. Immer wenn ein Junge auf Discord mit einem Mädchen chattet, mischst du dich ein. Switch Gaming, da hast du absolut recht. Das ist halt wirklich ein Punkt, da, das musst du sein lassen. Und Fabi ist raus. Jetzt machen wir noch eine Runde. Und dann machen wir aus, okay, Leute? Dann nachher kommt dann Dragon Ball. Delta Force und Stats. Ihr seid echt. Nee. Okay, 3 gegen 3. Dann machen wir jetzt noch ein schnelles 3 gegen 3. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Okay, was war das? Ich fliege einfach mal die ganze Zeit hinter dem Ball her. Ich finde cool, dass du Dragon Ball streamst. Auf jeden Fall. Und wir. Mein Ziel ist es heute, Elite-Missionen zu machen. Und ich hoffe, dass ihr heute dabei seid, mitzumachen. Immerhin können 8 Leute mitspielen. Oder 6. Bin mir nicht sicher. Vielleicht waren es auch nur 6. Aber ich glaube, es waren 8. Gucken wir nachher mal. Jedenfalls können da sehr viele Leute mitkämpfen und das sollten wir auch irgendwie nutzen. Na, kein Bock dann, dass ich das alleine mache nachher. Ich liebe dich, Brownie. Oh, Toda, ich dich auch. Come on! Brownie ist wieder wunderschön, kann gar nicht meine Augen von ihm lassen. Danke dir. Muss erst Update machen, geht im Moment nicht. Okay, Sandra. Was ist dein Ziel auf YouTube? Ich habe kein Ziel. Ich habe einfach, ich spiele einfach mit Leuten zusammen. Und dank YouTube haben wir uns überhaupt erst gefunden. Kann ich nach dem Stream mit dir reden? Toda, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Kann ich dir jetzt nicht versprechen.
Oh, Mist. Kannst du Bangbo um 8 Uhr machen? Wir haben es jetzt 16 Uhr. Ich will es vorher machen. Ich will nicht mal so spät streamen. Also, ich werde heute Abend auch noch streamen. Splatoon oder Resident Evil. Aber Dragon Ball will ich nicht zu spät streamen. Du guckst Star Wars, ja. Genieß es. Star Wars ist cool. Ich fand ihn cool. Ich habe ihn Donnerstag gesehen. 2-1. Und jetzt hat Ibims nix und Spielabsturz ist halt auch mal verdient zu verlieren. So oft, wie sie gewonnen haben, aber ich glaube, sie werden wieder gewinnen. Da haben sie schon das 2-2 gemacht. Ich würde Dragon Ball mitspielen. Ja, es geht halt manchmal, also es geht nicht immer alles. Ne? Muss manchmal auch Dinge leider dann nicht machen können, dürfen. Ja, come on, come on, come on. Ach. Meine Magnetkraft war nicht so gut, wie ich dachte. Hast du alles Star Wars Filme geguckt? Ja, natürlich, Claudi. Aber sowas von, Ale. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt fahr ins Ziel. Fahr, 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 fahr. Wirst du Bayonetta 3 streamen? Weiß ich nicht. Ich kenne Bayonetta 1 und 2 schämenderweise nicht. Aber die sollen ja auch noch rauskommen für die Switch. Es soll ja 1, 2 und 3 rauskommen für die Switch, wenn ich das richtig gehört habe. Mal gucken. Ich kenne die Bayonetta-Reihe gar nicht. Aber wenn Jesse sagt ja, dann wird es wohl so sein. Brownie, ich habe das angeheftet, was Vani gesagt hatte. Was Vani, was Meli wehgetan hat. Nice! Brownie hat ein Tor geschossen. Ich habe so gar nichts gemacht. Ach, das war ich doch. Nee. Ach, Delta Force hat ein Tor geschossen. Delta Force, nice. Unter dem letzten Dach. Ich weiß nicht, was du meinst mit unter dem letzten Dach, Christian. Müsstest du mir dann vielleicht zeigen, einfach. Müsstest du mir einfach zeigen. Yo, Freezy, aber das war meiner. Aber trotzdem, gut, good job. Sehr gut, Teamwork. Wie lange spielst du schon Rocket League? Gib einfach Uptime ein. Ausrufezeichen Uptime. Oh, und Medi kann bald auch Dragon Ball zocken. Das ist ja cool. Hier, es gibt ein paar Befehle, die ihr machen könnt. Genauso wie Time. Dann wird euch gesagt, wie spät es ist. Und es ist gerade 15:54 Uhr und der Stream geht seit 1 Stunde, 14 Minuten und 19 Sekunden. Ich werde jetzt rausgehen. Das war's für mich. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, Leute. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Chatten, für die neuen Abos, für die Daumen nach oben. Danke, danke, danke. Und für alle, die ich heute nicht mehr sehen sollte, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und für den Rest gilt es bis nachher. Ciao, Leute.